Leute, wie steht's um euch? Seid ihr verärgert oder findet ihr das alles voll okay? Was ich damit wohl meine? Naja, das könnt ihr euch nicht denken. Alle Infos zu Alpha 2 Roadmap, Keys und mehr in diesem Video. Also, viel Spaß! Wahrlich, wer dachte, Alpha 2 bleibt ab Oktober dauerhaft offen, hat sich wohl geirrt. Wir arbeiten hier stücklesweise. Ab 25. Oktober 2024 öffnen sich die Pforten für Alpha 2, doch durchgehend ist hier nicht die Devise. Die Alpha wird in drei Phasen unterteilt und die gehen wir ja nun mal einzeln durch. Phase 1 startet am 25. Oktober 2024, doch nicht durchgehend werden wir spielen können, sondern immer freitags bis sonntags. Zudem müssen wir mit Vibes rechnen, aber die NDA fällt und wir dürfen drüber reden, schreiben, Videos machen und live euch die wunderschöne Welt von Verra zeigen. Wir gehen mal die wichtigsten Punkte durch, was uns ja schon in Phase 1 geboten wird. Hier werden wir Teile der Riverlands, der Sand Squall Deserts und der Vandergaard Robix erkunden können, also Wald- und Wiesenländer, Wüste und die Tropen. Wir haben den Tag- und Nachtzyklus sowohl auch die vier Jahreszeiten inbegriffen. Ein großer Dungeon und vier kleinere erwarten uns auch. Also einen kleinen Grundstein haben wir auf jeden Fall. Fünf Node Location der Stufe 3 erwarten uns, die Stufe 4 Systeme bzw. Features mitnutzen können. Also maximal Stufe 3 der Node, aber wir können teilweise Features der Stufe 4 nutzen. Vier Plätze für eure Servicegebäude, also die Gebäude, die ihr selbst entscheiden könnt zu bauen. Dazu noch 8 Konstruktbauten. Also eure Node hat schon mal etwas an Inhalt und ihr könnt zum Beispiel eine Schmiede bauen lassen. Währung, Staatsbürgerschaft, Händler und Bürgermeister sein ist auch dabei. Die Kommissionstafel wird auch vorhanden sein, die euch Node- und Bürgermeisterkommissionen geben. Dazu noch 36 Ressourcen, die in die Node einfließen und Abstimmungen. Also schon ein sehr guter Grundstein, würde ich sagen. Denkt dran, Node Level 3 bekommen wir zu Anfang schon und Level 6 ist Maximum. Natürlich wird es noch keine optische Rassenanpassung geben und wie schon gesagt, 5 Node-Plätze haben wir zu Anfang. Und 85 soll es ja insgesamt geben. Na dann, let's go Intrepid, da liegt noch was vor euch. Rassen gibt es anfangs weg Orks, Kaela Menschen und die Empyrean Elfen. Es gibt zu Anfang nur Primärklassen wohlgemerkt und das sind Tank, Kämpfer, Magier, Kleriker, Ranger und Barde. Waffen haben wir schon einiges an Auswahl. Zweihandschwert, Einhandkeule, Einhandschwert, Zepter, Zauberstab, Lang- und Kurzbogen, Zauberbuch. Schild und Fokus bekommen wir für die Nebenhand. Die Waffenbäume sind aber weder fertig vom Aussehen noch von den Passiven. Auch das PvP ist schon dabei ab Oktober und zwar einiges. Das PvP-Flecken ist möglich und gewisse Zonen des PvPs wird es auch geben. Das Korruptionssystem wird dabei sein und fleißig getestet werden. Gildenkriege und die Notkriege sind auch schon dabei. Natürlich noch die Karawanen zum Schluss. Da gehen wir mal schnell durch und nehmen das Wichtigste mit. Flug, Boden und Wasserreittiere, Karawanenmanagement, also Karawane ausbauen, upgraden und zum Schluss, ja zum Floß umbauen, wird es geben. Handwerk bis Level 25 und es gibt 15 Werkzeuge, also Spitzhacke, Axt und so weiter. 33 verschiedene Werkbänke und das super spaßige Fischen ist auch mit dabei. Ihr könnt 38 verschiedene Tiere jagen und es wird schon 400 verschiedene Rezepte für Verarbeitung geben. Dazu 600 Rezepte fürs Herstellen. Verzauberungen werden auch schon vorhanden sein. Der Chat wird vorhanden sein und ihr könnt Spielerhandel betreiben und Mails verschicken. Zu guter Letzt wird es schon 45 Upgrade-Komponenten für eure Karawane geben. Jawohl, ja, da ist schon einiges dabei. Ach ja, was nebenbei gesagt wurde, ja, man kann schon Gilden gründen, aber mehr halt auch nicht. Der Rest folgt. Wir haben schon einiges zu tun, wenn wir überhaupt dazu kommen. Es wird 460 Teile an Ausrüstung geben. Das Node War God Spike Event, das wir gesehen haben, wird machbar sein. 16 öffentliche Events und 149 Nebenquests und Kommissionen. 111 Schatzkarten und 3 Worldbosse. Zu guter Letzt erwarten uns schon 75 verschiedene Feindkreaturen. So, bevor wir zur Phase 2 kommen und ihr denkt, da ist ja gar nicht so viel Content drin, passt mal kurz auf. Wir spielen Phase 1 ab dem 25. Oktober 2024. Ab dort können wir immer nur von Freitag bis Sonntag spielen, wenn ihr es schafft reinzukommen. Anfangs sind 3 EU und 3 US Server geplant, aber das wächst mit der Zeit. Zudem sollen pro Server wohl erstmal je 3000 Spieler und Spielerinnen draufkommen. Das erweitert sich natürlich mit der Zeit bis maximal 10.000. Doch sollen Server wohl schnell nachkommen, wenn es doch etwas heikel wird. Also müsst ihr erstmal Glück haben, reinzukommen. Nun startet Phase 2 am 20. Dezember.
toll gemacht, kurz vor Weihnachten. Das heißt, ihr könnt von Oktober bis Dezember maximal 24 Tage spielen. Das sind immer die 3 Wochentage gerechnet bis zum 20. Dezember. Dazu kommt ihr vielleicht auch nicht immer gleich rein. Also ist das mehr als genug Content für Phase 1. Zudem gibt es ja auch noch Vibes und müsst ihr halt... ja, manchmal von neu anfangen. Aber weg von Phase 1, kommen wir zu Phase 2. Phase 2 startet am 20. Dezember 2024 und bleibt nun 5-tägig für uns offen. Es kann aber auch länger sein. Hier liegt der Fokus auf das Node-System und ja, auf die Wirtschaft. Die Wüste und die Tropen werden erweitert. 2 neue Gestaltungen der Nodes. Dazu steigt das Node-Level auf 4. Vasallensystem, also die Node verbindet sich mit anderen Nodes. Node-Zerstörung, Relikte, Freeholds, mehr Bürgermeisteraufträge, mehr Servicehäuser zum Bauen und der wirtschaftliche Node-Typ kommt dazu. Die Balloon-Menschen und die wunderschönen Junior-Zwerge finden den Weg ins Spiel. Der noch wunderschönere Schurke findet auch den Weg ins Spiel. Dezember wird definitiv mein Monat, Leute. Die Doppeldolche irgendwie nochmal Zepter, kam ja eigentlich schon Phase 1, aber okay. Die Zweihandkeule und die Zweihandaxt kommen auch ins Spiel. Wir bekommen Belagerungsfahrzeuge, Edelsteine, die Sockel dazu, Handwerk, Skilltrees, Tierhaltung und Züchtung, Spielerläden, mehr Chatfunktionen und instanziertes Housing. Gruppensammeln und Reparaturkits bekommen wir auch noch. Wir bekommen Handlungsstränge für die Riverlands. Die Wüste bekommt Schatzkarten, Events und Handlungsstränge. Dynamische Weltdungeons und die NPCs reagieren bzw. agieren ja, ihrer Umwelt entsprechend. So, Phase 2 ist rum und nun kommen wir zu der Phase, auf die sich die meisten freuen werden. Phase 3 startet am 1. Mai 2025. Die Server bleiben ab dort bis zur Release offen. Es soll wohl keine Vibes mehr in der Phase 3 geben und es kommt einiges Neues dazu. Und nein, ihr werdet nichts ins fertige Spiel mitnehmen. Ihr fangt Ashes ab Release neu an. Wir bekommen The Duke Coast Sea and the Anvils als Gebiete dazu. Was ein Name, sage ich euch. 4 neue Gestaltungen der Node und wir können auf Node Stufe 5 gehen. Dazu die Node-Typen militärisch und religiös. Zu guter Letzt noch Node-Steuerungen wie Anthropie oder Ereignisse, neue Bürgermeisteraufträge und Gebäude. Die letzten Rassen finden den Weg ins Spiel. Pyrai-Elfen, Renkai-Orks, Nikuya oder Nikuya-Zwerge und der altbewährte Tulna. Die letzte Primärklasse Beschwörer kommt zu uns. Dazu bekommen wir auch Augmentierungen und die Sekundärklasse Kleriker und Tank. Nun finden Orb, Einhand-Axt und Einhand-Sword-Pierce den Weg rein. Keine Ahnung, was das sein soll. Rapier oder Degen, denke ich mal. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Volle Gildenfunktionalität. Gilden Freeholds, Burgbelagerung, Schiff-Content kommt rein, Unterwassermounts, Unterwasserkampf, instanzierte Inhalte, Ausrüstung, Transmocken und Färben, ganz wichtig, also Skins draufhauen, grob gesagt. Begleiter, Titel, Religion und das Auktionshaus. Burgen durch Rose, sie bekommt Schatzkarten, ihr wisst ja, ich hab's nicht mit dem Namen, Events und Handlungsbögen und zu guter Letzt noch dynamische Weltdungeons. Nun, da ist doch einiges dabei und wer gut aufgepasst hat, weiß, da fehlt noch einiges. Wo sind Stangenwaffen? Wann kommt der Rest an Sekundärklassen dazu? Ja, das ist noch eine Menge Arbeit vor Intrepid und das wird alles noch etwas dauern, aber gut Ding will Weile haben. Kurzes Fazit von mir, bevor wir zu den Keys weitergehen. Ich war anfangs etwas enttäuscht, das gebe ich zu. Auch musste ich kurz meckern und musste mir das typische Mimimi von meiner Spielkollegin ja, zuweisen lassen. Mittlerweile sehe ich es gelassener. Klar wurde viele Versprechungen gebrochen und alte Pläne über den Tisch geworfen, aber wir haben es hier mit was Großem zu tun. Was richtig Großem. Steven hat sich wohl in manchen Sachen überschätzt und es sei ihm verziehen. Wäre nur schön, wenn er es im Stream mal richtig zugeben würde, statt immer so, ja, zu umschreiben. Aber Spieleentwickler geben nie Fehler zu. Ja, wir müssen nun warten, aber von Oktober bis Dezember sind es nicht mal ganz 2 Monate und wir können ja dann schon 5 Tage oder gar mehr spielen. Wir haben nun so lange gewartet und vielleicht läuft es ja doch besser und wir bekommen mehr. Die oben gezeigten Punkte müssen wohlgemerkt nicht von Anfang an einer Phase enthalten sein. Es kann sein, dass manche Features nachträglich kommen, also im Laufe der Phase. Also Leute, Kopf hoch und stark bleiben. Zusammen kriegt man das schon hin. Gerni,
ist auf jeden Fall der Aufbauer des Gemüts. Weiter geht's. Da ein paar Ganoven von euch nicht auf Gannik gehört haben, als er zum 100. Mal sagte, bestellt euch noch heute euer Paket, es läuft im Januar aus, sonst bekommt ihr keinen Alpha 2 Zugang mehr, hat Steven sich gedacht, doch, wir geben euch doch noch ein paar Keys, aber wirklich nur die Keys. So hieß es vorerst im Stream, aber wir bekamen wohl doch noch ein paar Kleinigkeiten zu jedem Key dazu. Und nein Leute, noch einmal, das Spiel kostet nichts, wenn es released wird. Nur die Abo-Gebühren. Also ich meine damit keinen Boxpreis oder Kaufpreis, ne? Ich hoffe, das ist verständlich. Die Keys sind eigentlich leicht erklärt. Ihr nehmt eben den Key für die jeweiligen Phase. Also goldene Keys sind $120 für ab Phase 1. Silber Keys sind $110 für ab Phase 2. Und der bronzene ist für $100 ab Phase 3. Also Phase 3 ab Mai. Und da auch nochmal meine Meinung zu, weil mich ja immer gern mal Leute anschreiben. Wir spielen eine Alpha und ich hoffe, das ist jedem bewusst. Das ist kein fertiges Spiel. Am meisten Sinn macht meiner Meinung nach der silberne Key für $110 ab Phase 2. Aber warum? Zwischen Phase 2 und 3 sind circa 5 Monate, die du immer spielen bzw. testen kannst. Diese Phase bleibt immer 5 Tage offen oder sogar noch mehr. Zwischen Bronze und Silber Key sind es $10 ab. Also noch verkraftbar. Phase 1 für $120 ist meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig, da wir erstens Warteschlangen haben werden, es nur am Wochenende spielbar ist und wir nicht mal 2 Monate haben, bis Phase 2 anfängt. Aber hey, müsst ihr wissen. Aber wenn ihr noch keinen Account habt und gerne unterstützen wollt, könnt ihr ja das gerne mit meinem Ashes-Link in der Beschreibung tun. So kommt ihr schnell zum Registrieren und es tut euch nicht weh. Vielen Dank. Ach ja, Alpha Keys gibt es ab dem 21.08.2024 im Ashes of Creation Shop zu kaufen. Bis das Video hier raus ist, gibt es sie also schon. Unten drunter steht jeweils das Datum, in denen man die Keys nicht mehr kaufen kann. So, bevor aber die Roadmap und die Keys kamen, kam noch etwas Vorgeblänkel für die Alpha. Steven erwähnte wieder 100 Mal, dass Ashes Work in Progress ist und nicht alles nach Plan verlief. Das Team wächst, es macht auch super Arbeit, aber die Kosten steigen auch. Durch Kickstarter wurden damals 3,2 Millionen eingenommen und Steven sagte damals auch, er habe 30 Millionen aus eigener Tasche hingeblecht. Kein Ding für so ein Saftmillionär. Nun haben sich die Kosten wohl etwas überschlagen und naja, es wurden 85 Millionen gerechnet. Natürlich kam nebenbei auch einiges an Geld rein, man siehe 100.000 verkaufte Alpha 2 Pakete, dazu noch Skins und so weiter, aber da muss noch was her. Steven blecht wieder selber einiges und es folgen natürlich auch Einnahmen. Leider habe ich ein Trauma von EverQuest Next, denn da wurde auch falsch kalkuliert, deswegen bin ich da etwas vorsichtig. Ach ja, EverQuest Next ist übrigens gecancelt. Dann wurde anfangs noch viel über Lösungen, Fixes und Problemfindungen genannt. Cheater und Exploit-Nutzer bekommen wohl Bermabands auch für das fertige Spiel. Ja, Brostwerder $500 für nix reinblecht. Und tschüss. Meldet immer fleißig Fehler und Content Creator sollen wohl öfter darauf hinweisen, dass es sich um eine Alpha handelt und nicht um ein fertiges Spiel. Also Leute, es handelt sich um eine Alpha und nicht um ein fertiges Spiel. Ach ja, den Charakter Creator werden wir nicht vor dem 25.10. nutzen können, wie erhofft, und über die Namensreservierung wird noch nachgedacht, wenn diese denn ja, oder wann diese zustande kommen soll. Probleme werden durch Hotfixes behoben und wir bekommen alle 3 Wochen kleinere Patches wie Balance-Updates und mehr. Alle 6 Wochen bekommen wir ein großes Update, das neue Features und Inhalte bietet. Noch eine Info am Rande, für den asiatischen Raum wird wohl ein Publisher kommen. Keine Angst, wir bekommen keinen, doch für Asien ist es eben in Überlegung und meiner Meinung nach ja schon ziemlich sicher, wie es so im Stream klang. Klingt doch super gut, nicht wahr? So, nun seid ihr gefragt, war es ein Stich ins Herz oder seid ihr mit der Entscheidung seitens Intrepid voll zufrieden? Das Spiel wird wohl oder übel groß und bietet viel Inhalt, da muss halt auch gewisse Arbeit und Zeit her. Schätzungen zu Release fallen teilweise nach hinten, aber so wie Steven uns immer überrascht, braucht man gar kein Release-Datum mehr abzuschätzen. Nun wisst ihr mehr und wenn ihr immer aktuell bleiben wollt zu Ashes, würde ich euch empfehlen, den Abo-Knopf zu drücken, denn auch wenn Ashes auf uns warten lässt, bombardiert euch gerne weiterhin mit allen Infos. Also, wir sehen uns im nächsten Video, bye, euer bescheidener Gerni. We'll be right back.